Im heutigen Video geht es um die Verwendung des Präsens. Denn das Präsens benutzt du im Deutschen nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Heute geht es um die Verwendung des Präsens. Das Präsens kann man in der deutschen Sprache natürlich für alles benutzen, was in der Gegenwart stattfindet. Aber es gibt noch ein paar weitere Verwendungen für das Präsens, nämlich zum Beispiel alles, was ein Fakt oder immer gültig ist. Genauso benutzt du das Präsens für etwas, das in der Vergangenheit angefangen hat, aber immer noch stattfindet, immer noch durchgeführt wird und auch für die Zukunft. An welche Bedingungen das alles geknüpft ist und wie es genau funktioniert, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Das Präsens ist die am meisten verwendete Zeitform in der deutschen Sprache. Denn wir verwenden es nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Aber ganz langsam. Als erstes drei kleine Beispiele, damit du weißt, worum es geht. Das ist Felix. Was macht er? Er geht zum Fußballtraining. Das ist ganz offensichtlich etwas, was gerade eben passiert. Und dementsprechend benutzen wir das Präsens, also für alles, was gerade passiert. Aber auch für etwas, was ein Fakt oder ein Zustand in der Gegenwart ist. Grundsätzlich, das ist Jan. Das ist ein Fakt. Ich bin Jan. Genauso wie hier, das ist Felix, ein Fakt. Der ist nicht veränderbar und dementsprechend muss das Präsens benutzt werden. Er sitzt auf dem Sofa oder bei mir jetzt gerade, ich sitze auf dem Stuhl. Und das ist ein Fakt in der Gegenwart oder ein Zustand. Es ist jetzt gültig und dann muss das Präsens benutzt werden. Auch für Handlungen, die in der Gegenwart einmal, öfters oder nie stattfindet. Jeden Sonntag spielt er Fußball. Jeden Sonntag spielt er Fußball. Das ist ähnlich wie ein Fakt. Das passiert öfters und dann benutzen wir das Präsens. Am Donnerstag arbeitet er bis 18 Uhr. Das ist jeden Donnerstag so. Dementsprechend Präsens. Montags macht er nie Sport. Diese Handlung findet nie statt, aber es ist auch wieder wie ein Fakt, etwas, was am Montag nie stattfindet, dementsprechend Präsens. Auch wenn etwas für immer gilt. Er ist Deutscher. Ich komme aus Deutschland. Sie ist Brasilianerin. Das ist für immer gültig. Das ist nicht oder nur schwer änderbar. Dementsprechend etwas gilt und dann muss das Präsens benutzt werden. Auch, und hier ist ein Unterschied zu einigen anderen Sprachen wie Englisch, eine Handlung, die früher begonnen hat und noch nicht beendet ist. Also jede Handlung, die jetzt in der Gegenwart, in dem Moment noch ausgeführt wird, dann benutzen wir weiterhin das Präsens. Seit 10 Jahren spielt er Fußball. Er arbeitet seit 2 Monaten bei Siemens. Hier würde man in Englisch zum Beispiel, glaube ich, das Perfect benutzen. Aber auf Deutsch ist es Präsens, weil er immer noch Fußball spielt und weil er immer noch bei Siemens arbeitet. Es ist also immer, wenn es darum geht, wie lange etwas schon stattfindet, benutzt man weiterhin das Präsens, egal ob der Anfang der Handlung in der Vergangenheit lag. Also alles, was immer noch gemacht wird, weiter Präsens. Und jetzt das, was definitiv anders ist als in den meisten anderen Sprachen, eine Handlung in der Zukunft, die geplant oder vereinbart ist. Zum Beispiel, morgen gehe ich ins Kino, am Sonntag hat er ein wichtiges Spiel. Das ist beides auch Präsens, denn es ist ein fester Plan. Es ist ein fester Plan, dass ich ins Kino gehe und es ist auch ein fester Plan, dass er am Sonntag ein wichtiges Spiel hat. Das Wichtige hier ist, dass der Zeitpunkt der Handlung bekannt sein muss.
und die Handlung muss mit hoher Wahrscheinlichkeit stattfinden, aber nicht zu 100%. Also wenn du das planst, aber dann, also heute planst, heute ist Freitag, ich plane für Sonntag und dann kommt am Samstag etwas dazwischen, du verletzt dich, kein Problem. Es muss nur ein fester Plan sein, der darf sich aber ändern. Das Wichtige ist, die Zeit muss bekannt sein, wann diese Handlung stattfinden soll. Und dann kannst du das Präsens benutzen. Musst du aber nicht. Wann genau du die eigentliche Zukunftszeitform benutzen musst, das erkläre ich dir aber in einem anderen Video. So, jetzt weißt du, wann du das Präsens verwenden kannst oder sogar musst. Falls du dazu Fragen hast, schreib mir bitte einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Falls du noch mehr Informationen dazu haben möchtest, wann du das Präsens auch für die Zukunft benutzen kannst und wann du lieber die eigentliche Zeitform für die Zukunft benutzen solltest, das Futur 1, das erkläre ich dir ganz genau in meinem Video zum Futur 1. Das findest du hier verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, du hast heute wieder viel gelernt und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen.